So, und da kommen wir wieder mal Highlife zum zweiten Teil dieses ganzen Spaßprojekts. Ich habe noch eine Kleinigkeit umgedacht. Es ist sinnvoller, vor den Einstellungen erstmal den Administrator zu aktivieren. Also aktivieren doch wir dann gleich erstmal den Administrator und kümmern uns dann um den ganzen Spaß hier, das Passwort kennen wir ja noch. Und das war mein Handy. Ungünstig. Ja, genau. Da haben wir unser kleines Textdokument. Wenn wir dann mal soweit sind. Genau. Und zwar Administrator einstellen sozusagen. Schieben wir mal an Punkt 1. Und den Rest an den Punkt 2. So. Bloß, dass jeder weiß, wie die Reihenfolge wird. So sieht es aus. War gespannt, wie das am Ende dieser Videoreihe aussieht. Genau. Den Administrator einrichten. Und zwar, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können es einmal hier probieren. Und zwar drücken wir dafür erstmal die Windows-Taste und R. Dann kommen wir hier rein. Und da steht bei mir schon CMD drinne. Ihr solltet dann CMD da noch eingeben. Dann kommt das hübsche Feld hier. Bei euch wird die Schrift jetzt wahrscheinlich weiß sein, ist aber uninteressant. Und zwar werden wir hier eingeben Net User. Das ist die Abfrage, wie viele Benutzer es denn überhaupt gibt. Und zwar haben wir hier zum Beispiel den Benutzer unter dieser Domain Administrator, der ist aber nicht aktiviert und Gast, der ist auch nicht aktiviert. Wir haben bloß unseren Administrator für Benutzer und der ist aktiviert. Dieses kann ich euch kurz zeigen. Gehen wir auf Systemsteuerung, Benutzer, Benutzerkonten, anderes Konto verwalten. Hier sieht man ja überall die hübschen Sternchen davor. Das heißt, dass wir dafür Administratorrechte brauchen. Wie man sieht, Gastkonto ist nicht aktiv und der große Administrator hier ist hier gar nicht verzeichnet. Da kommen wir sozusagen hier gar nicht drauf. Das müssen wir manuell eingeben. Und hier ist sozusagen das Highlife-Video. Und zwar machen wir das ganz normal. Net User. Das ist sozusagen, ich möchte etwas und was möchten wir? Wir möchten Benutzer. Also User. In dem Falle Administrator. So, das ist der Benutzer und jetzt geben wir an slash aktiv Doppelpunkt yes. Ist der lange Befehl, wir machen es gleich so, weil das muss er immer machen. Hier ist ein Fehler aufgetreten. Das ist damit zusammenhängen, wenn man OA-Version oder OS oder wie auch immer die ganzen Dinger heißen, hat, dann ist dieses vom Prinzip her schon mal verweigert. Das heißt, wir kommen hier gar nicht rein. Jetzt so einen kleinen Trick, den wir auch gleich mal probieren. Im Normalfall schön das mit diesen virtuellen Boxen, da kann man das alles highlife zeigen. Und zwar starten wir mit F8, das Betriebssystem. Da kommen wir hier rein. Und haben ein paar Sachen zur Auswahl. Wir wollen aber bloß in den normalen abgesicherten Modus des Betriebssystems. Wie gesagt, beim Hochfahren, bei mir geht es ein bisschen schnell, weil virtuelles Betriebssystem. Einfach F8 drücken beim Hochfahren. Da kommt man auf diese Menüleiste, die ich gerade kurz hatte, wo der Administrator dann, der abgesicherte Modus dann geladen wird. Der wird immer in hoher Pixelzahl gemacht oder geladen. Und dort wird es dann herumgestellt. Das ist unser Benutzerkonto. So. Wie man sieht, man hatte noch keinen Benutzer weiter. Wir ändern mal noch kurz die Bildschirmauflösung. Das ist ja zum Kotzen hier. So. Änderung beibehalten. Ja, okay. Bringen wir noch eins höher. So. Damit überleben. Ich habe wieder diese Windows-Taste R und dann den Befehl nochmal wiederholen, indem wir net user administrator Leerzeichen
Aktiv, Doppelpunkt, yes, probieren. Hier in dem Falle als abgesicherten Modus hat er nicht das ganze Betriebssystem geladen, also konnte er die Einschränkungen nicht laden. Für uns hier in dem Falle zum Vorteil, dass wir jetzt den Benutzer-Admin oder den Windows-Administrator, den Rechner-Administrator für Windows sozusagen freimachen konnten. Hier können wir dasselbe tun wie drüben auch bei dem normalen. Wir können ja einfach nur Benutzerkonten nachschauen, anderes Konto verwalten und zack, die Bumm, mit einmal ist der Administrator da. So, wir können hier an dem Administrator auch nichts machen, da der die meisten Rechte hat. Über dem Administrator steht noch das System, aber das sind dann Sachen, da beschäftigen wir uns dann später weiter mit der Materie, wenn wir die ganzen Einrichtungen und dergleichen gemacht haben. Ja, der Administrator ist jetzt erstmal aktiviert. Wir wollen dem Administrator aber noch ein Passwort zuteilen. Also geben wir net user admin administrator. So, war gerade Hintergrundgeräusche. Jetzt wollt ihr ein Passwort zuweisen. Wie ihr es kennt, Benutzername, Passwort. Das heißt, wir geben es einfach nach dem Administrator ein Leerzeichen ein und geben dann ein 5, 3, 6, 6, 9. So, das ist von TS3 niemand.de im Normalfall die Standardpasswörter für die Server, um Spambots zu vermeiden. Haben wir die einfach drin, ansonsten hätten wir es auch frei. So, der Befehl wurde natürlich auch erfolgreich ausgeführt. Also können wir jetzt ganz normal unseren Rechner nicht Benutzer wechseln eigentlich. Aber wir können auch hier neu starten. Ist ja egal. So. Den Benutzer entfernen wir dann höchstwahrscheinlich eh aus reinen Sinnlosigkeitsgründen, weil der Benutzer ja dann nicht mehr benutzt wird. Im Normalfall ist es ja wirklich in den Haushalten heutzutage so, dass die Mamis und die Papis den Kindern schon bei Zeiten einen eigenen Rechner kaufen. Da betonen die sich ja dann eh bei Zeiten alleine. So, in dem Fall haben wir jetzt TS3-Niemand Video, ne? Und Administrator. So, wir wollen aber über den Administrator rein, also 5, 3, 6, 6, 9. Schwuppdiwupp, das werden dann wieder hier dann die Einstellungen sein. Das ist sozusagen Erststart von dem Betriebssystem. Und damit hätten wir dann den Administrator sozusagen freigeschalten. Ja, hoffen, dass das hier schneller geht. Genau. So, im nächsten Nachgang machen wir es uns einfach Systemsteuerung. Benutzerkonten. Hier haben wir natürlich jetzt ein paar Optionen mehr. Anderes Konto verwalten. Und wir wollen das Konto verwalten und wir wollen das Konto komplett löschen. Auch Dateien löschen, weil wollen wir alles nicht. Genau. Nein. Somit haben wir den Benutzer komplett gelöscht und da ist auch nichts mehr von vorhanden. Ich werde jetzt bloß noch kurz unser Hintergrundbild ändern. Da habe ich was vorbereitet. So. Als Hintergrund festlegen. Und wir wollen eine Verknüpfung von der Datei zum Desktop. Die habe ich vor uns gerade verschoben. Mal ganz kurz. So, die hatten wir hier. So. Das kennt ihr ja noch von vorhin. So, also wie man sieht, wir waren ja gerade drinnen. Sind jetzt auch wirklich Administrator dieses Rechners und haben auch alle Zugriffe. Ja, da gibt es für uns jetzt keine Einschränkungen mehr. Kann das Ganze auch nochmal kurz abmelden. Und überprüfen. So, es gibt nur noch diesen Benutzer. So, dann fahren wir mal herunter und ich sage Bye.